Freunde, heute ist es soweit, Attack on Titan ist endlich in Fortnite und ich hab's noch nie gesehen. Wir bekommen damit das größte Update dieses Season mit neuen mythischen Waffen, neuen coolen Skins, Sachen aus dem Battle Pass sind endlich freigeschaltet und noch vieles, vieles mehr. Schaut das Video unbedingt bis zum Ende an, um alle Geheimnisse mitzubekommen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefällt. Und ganz wichtig, Freunde, falls ihr euch was im Shop kauft, benutzt dazu einfach meinen Creator-Code Wannabe. Okay, Freunde, wir sind in Fortnite drin. Was gibt es Neues? Battle Pass-Seite freigeschaltet. Das heißt, wir können uns endlich die Bonusbelohnung angucken von Ehrenjäger. Guckt euch das bitte an, Freunde. Eine ganze Seite von dem Ganzen. Wir haben hier ein Spray-Motiv. Ein Backbling, der ganz nett aussieht. Hier haben wir ein Emote. Gruß des Aufklärungstrupps. Ihr kennt euch wahrscheinlich besser aus als ich. Was ist das denn? Titanenfaust. Mega nice. Dann haben wir noch ein Emoticon. Eine Lackierung. Okay. Ein Banner-Symbol. Und natürlich den Skin selber. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr den Skin findet. Und wie die Sendung ist. Ist die 1 oder ist die 10? 10 ist irgendwie geil. Aber jetzt wird es Zeit, in den Itemshop zu gucken. Denn da gibt es weitere geile Skins. Oh mein Gott, es geht ein Trailer an. Macht euch bereit, Freunde. Attack on Titan in Fortnite. Guck, wie geil das mit aussieht. Das sind die neuen mythischen Waffen hier oder Gegenstände. Ich weiß nicht genau. Alter, die fliegen über die Karte drüber. Let's go, Freunde. Guck mal bitte, wie geil der Shop aussieht. Wir haben zwei Pakete hier. Das Mikasa und Levi Paket für 2200 V-Bucks und das Spezialeinheit Ausrüstungspaket für 1600. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben zwei Skins und zwei Backblings. Dazu gibt es noch einen Loading Screen. Kann man eigentlich mal machen, oder? So sehen die Skins dann aus, Freunde. Mikasa Ackermann haben wir hier mit ihrem Backbling. Dazu noch den Kommandant Levi. Kann man eigentlich machen. Ich rüste den nochmal aus. Und was kommt jetzt noch hinzu? Okay, wir kriegen noch einen Backbling und noch einen. Jetzt haben wir vier Stück schon. Einen richtig geilen Gleiter. Hier haben wir noch eine neue Spitzhacke. Die würde ich sagen, rüste ich mal aus. Die geht ziemlich klar. Und drei Emotes. Was ist das denn? Okay, let's go, Freunde. Attack on Titan in Fortnite. Jetzt mit coolen Emotes. Was ist das bitte? Ich bin ein Titan. Wieso gibt es die eigentlich nicht in Fortnite? Na, lass mal schauen, Freunde. Gibt es ein Map-Update? Irgendwas Neues? Neuer Ort? Irgendwas? Nein. Einfach gar nichts, okay? Ich wusste nicht, dass der Ort Knotti heißt. Knossi? Übrigens, Freunde, ich habe gerade nicht ganz die Wahrheit gesagt. Es gibt ein Map-Update. Und zwar gibt es jetzt einfach den Keller der Jägers in Fortnite. Ey, wie geil ist dieser Gleiter bitte, Freunde. Und das ist auch der Grund, warum hier sehr viele Leute bei Anvil Square runtergehen. Die meinen, das wäre das neue Tilted Towers hier einfach. Und ich einfach das 30. Mal gerade hier runterkomme. Ich sterbe einfach die ganze Zeit. Es ist zu crazy. Guckt euch das bitte an. Was willst du, Junge? Hier gibt's nichts umsonst. Ich sag euch jetzt mal, warum die hier alle runterkommen. Und das liegt wirklich am Keller der Jäger. Da gibt es mythische Waffen drin. Ich sag euch, da fallen euch die Löffel weg. Oder die Gabeln? Oh mein Gott. Er hat schon die Fähigkeiten. Nein. Er macht mir alles kaputt. Da hat irgendeiner die Fähigkeiten. Egal, ich hab die Idee. Stirb, Junge. Tschüss. Auf nimmer Wiedersehen. Ich habe die mythischen Fähigkeiten. Und zwar die Donnerspeere. Er hat schon zwei Stück eingesetzt. Sechs Stück sind noch vorhanden. Hat auch die Kiste hier? Hey, hätte eigentlich eine mythische Kiste drin sein sollen. Was ist das? Die Kampfschrotflinte ist einfach wieder zurück in Fortnite. Cool. Diese Portebunker sind auch wieder zurück. Zusammen mit den Dirtbikes, Freunde. Hallo, Bruder. Oh, ich habe dich getroffen. Kannst du nochmal stehen bleiben? Ich frag nur für einen Freund. Ich will mal wissen, wie viel das abzieht. Komm her. Schuss. Und voll daneben. Ey, das Ding ist ja mega schwer einzusetzen. Aber die Animation ist voll geil. Boom. Okay, ich habe keinen Schuss mehr. Habe ich jemanden getroffen? Oha, Leute. Wir finden einfach die kinetische Klinge. Guckt euch das mal an, Freunde. Die hat aber nur zwei Aufladungen dabei. Das heißt, die blaue hat zwei, die lila eine 3 und die goldene, die es jetzt auch gibt mittlerweile, die hat sogar 4. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Da hat Fortnite mal was gemacht. Hey, Brudi, bleib mal stehen. Wenn ich dich schon nicht mit den mythischen Sachen killen kann, dann so irgendwie. Ja, 6 pro Blitz. Hoffentlich finden wir die mythische Kiste gleich nochmal. Sorry, Bro, du musst leider sterben. Oh, oh, hier kommt noch irgendwo einer. Wow, wer bist du denn? Er muss einfach nachladen. Ich kann nicht mehr. Der Typ greift mich einfach an und muss nachladen. Ist es dein Ernst, Alter? Was hast du denn dabei gehabt? Er hat noch mehr Speere. Let's go. Du Ehrenmann. So, Freunde, wo ich jetzt die Pumpgun sehe. Die Havoc-Pumpgun im Mythisch ist einfach schlechter gemacht worden. Die hat ja vorher 250 abgezogen und jetzt zockt sie noch 210 ab. Das ist für diesen Modus jetzt gerade hier nicht so wichtig.
Nee, warte mal, für den Modus ist das richtig wichtig. Für den normalen Modus ist das nicht wichtig. Weil da hat man nur 200 Leben. Wartet mal, Freunde. Ich kann doch alle Kisten sehen. Vielleicht finde ich von hier aus die mythische. Wir müssen nach oben gehen. Kinetische Klinge, zeig es mir. Yo, da liegt noch was. Was ist das? Es sind auch wieder die Speere. Kann man mehrere Speere mitnehmen? Kann man. Ja gut, dann nehme ich die halt nochmal mit, ne? 16 Stück einfach dabei. Wir haben sie gefunden, Ladies and Gentlemen. Oh mein Gott, wir haben sie gefunden. Ich habe alles, was Attack on Titan braucht. Guckt euch das an. Das ist die neue mythische Kiste in Fortnite. Gib uns die andere Waffe. Boah, der gibt uns beides direkt. Wir haben einmal die Donnerspeere und dann noch das 3D-Manöver-Apparatgerät. Was ist das für ein Name, bitte? Ja gut, aber damit brauchen wir die kinetische Klinge halt nicht. Das sieht so fetzig aus, wenn er das anhat. Wird einer wiederbelebt. Das ist time to shine jetzt. Komm schon, Wannabe. Zeig, dass du ein Titan bist. Attacke. Mit dieser Waffe kann man irgendwie jemanden angreifen. Aber wie geht das? Hä? Was passiert hier gerade? Oh mein Gott. Hä? Es geht einfach nicht. Ich bin zu lost. Ich bin ja mega verlostet. Ja, das kannst du keinem erzählen. Ich war einfach auf dem drauf. Wieso ist das immer so schwer mit neuen mythischen Sachen? Ich verstehe es nicht. Die sollten overpowered sein. Komm her, ich mache aus dir Chibi-Changas. Ey, der hat die, glaube ich, auch. Kann es sein? Das wird ein Fight werden. Oh, da ist er sogar. Hello. Ich will dich mit der Sache killen. Komm schon, funktioniere. Wie geht das? Ich will doch angreifen. Links ist greifen, rechts ist schweben, angreifen. Hä, es geht nicht. Oh, oh. Das ist gar nicht cool. Das ist gar nicht cool. Ich muss hier weg. Hallo, Freunde. Wo seid ihr? Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Oh Gott, die fighten hier. Attacke. Oh Gott, es geht immer noch nicht. Ich kill die jetzt einfach so. Mir reicht es jetzt hier langsam. Wer macht denn hier so viel Ärger? Ey, Iron Man, bist du das? Was machst du denn hier drin? Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt einfach hin und werfen dieses Ding da auf den drauf. Was ist das hier? Wow, die ganze Wand ist weggeflogen. Der ist abgehauen, oder? Der kommt locker von der anderen Seite. Wow, da bist du ja schon. Was soll ich tun, Leute? Er muss sterben. Ey, wartet mal, der ist jetzt down. Das ist ziemlich gut. Jetzt kannst du mir nicht mehr weglaufen. Jetzt wirst du sehen, was du davon hast. Donnerspeer auf dich drauf und... 70er Schaden. Ja, das ist gar nicht übel, ne? Ist halt wie ein Raketenwerfer, nur eine schwierige Edition. Tschüss. Egal, wir testen es nochmal. 3D-Manöver, Freunde. Wird es funktionieren wie die Spider-Man-Fähigkeit? Das ist sogar, glaube ich, ein bisschen geiler, oder? Guckt euch das an. Was sind das für Animationen hier, bitte? Je häufiger ihr das Ganze einsetzt, desto mehr nutzt es sich ab. Aber ich finde das cooler als bei den Spider-Man. Ich will jetzt mal jemanden damit treffen. Wie geht das? Kann ich jemandem was abziehen? Ich check's nicht. Hä? Wartet doch mal kurz. Linke Maustaste ist greifen? Verstehe ich. Und jetzt will ich angreifen, aber es geht nicht. Digga, es geht einfach nicht. Oha, okay, okay, okay. Der hat gesessen. Und der wird auch wehtun. Wie setzen wir das ein? Ich hab's. Ich hab's. Durch Zufall. 70er Schaden. Alter, das Ding ist ja mega stark. Was willst du denn jetzt, du olle Pupsbacke? Bist du hergekommen, um mich zu zerstören? Wie Obi-Wan Darth Vader? Oh, oh. Wir warten kurz. Was gibt mit der Fähigkeit ab? Was passiert hier gerade? Hä? Ey, die ist kaputt gegangen. Hast du eine neue für mich? Versuche ihn damit anzugreifen. Und... Ich kann das einfach nicht. Er will gar nicht auf mich schießen. Er weiß, er ist schon tot. Was hast du denn Leckeres dabei? Danke, Bruder. Was, ein Stream-Sniper? Kann ja gar nicht sein. Ich nehme mir nur ein Video auf. Boah, die Insel ist auch gespawnt. Das ist ziemlich gut, weil das Impulsgewehr, kann ich euch sagen, das braucht ihr gar nicht mehr holen. Das ist einfach langsamer geworden und es schießt auch nicht mehr so genau. Und ich glaube sogar, man kann nur noch eins finden. I love it. Boah, wie viele sind da? Wir nähern uns dem Target. Hallo? Und tschüss. Rest das hier. Boah, ich setze die neue Fähigkeit ein. Ich habe wieder einen getroffen. Irgendeiner ist tot. War das der, den ich angeschossen habe? Hä? Chillt ihr beiden da? Kinetische Klinge. Du hast jetzt keine mehr. Wir haben beide. Alter, die haben ja noch eine neue geile Waffe. Also eine alte geile Waffe. Eigentlich. Juhu. Nur noch 6 Gegner.
sieht einfach so geil aus, Freunde. Übrigens, letzter Punkt, die Auto-Aim-Pistole, die kommt bald auch ins Spiel rein. Die ist jetzt auf jeden Fall ready. Habt ihr im Trailer vielleicht schon gesehen? Kann ich mal einblenden, dann seht ihr, wie die funktioniert. Ich gehe mal davon aus, die kommt so nächste Woche rein. Wo ist der Rest vom Schützenfest? Oh, die haben die Laserkanone. Die machen es ja immer noch. Zumindest einer von denen. Hey, Guys, sind die immer noch gut? Erzähl mal ein bisschen eine Geschichte davon. Das war der Erste. Boah, der hat gar nichts mehr. Was willst du denn hier, du olle Pußbacke? Wisst ihr was? Ich verzähl mich mal kurz. Ich habe einen Anruf bekommen von der Attack on Titan. Die Titans kommen. Alter, das war voll knapp. Der wird mich wirklich umbringen. Was ist denn hier los? Der hat den letzten gekillt, glaube ich. Das zockt aber richtig ab. Die P90 ist wirklich sehr, sehr stark. Was willst du machen mit deinem Impulsgewehr? Das zockt da eh nichts mehr ab. Lol, was? Ich bin fast tot. Tschüss, ich habe nur noch 22 Leben. Und er ist da oben. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Oh Gott. Attack on Titan. X Wannabe. Er ist so schlecht. Let's go, wir haben es geschafft. Mit 22 AP. Ja gut, Leute, wir beruhigen uns wieder. Das war ja eine chillige Runde. Ich weiß gar nicht, wie viele Kills ich am Ende habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Probiert die Fähigkeiten aus. Checkt die neuen Sachen auf jeden Fall ab. Und gebt meinen Creator-Code ein.